Auf jeden Fall, Leute, wir starten jetzt mit Swag geklickt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Tanzwurf-Video an. 1 Million Abonnenten-Special. Er hat jetzt neulich die 1 Mille geknackt. Und ich freue mich auch für ihn. Mega stark. Let's go. Zoo. Let's go. Yo, Leute. Double Peace. Hier ist wieder Tanzverbot. Ich entschuldige mich für meine Haare. Oh. Quali? Ja, okay. Ja, let's go. Ich hab die. Mein Leben. Ey, jedes Mal in Madeira, ne? Der Bruder von Unge hat ja auch so gestreamt. Ich glaube, er heißt Unge Lead auf Twitch. Und ich habe mich gerade erinnert, war auch so eine Szene. Da kam so ein Motorrad, also alles klar, wir machen einfach Wettrennen. Das war lustig. Einfach genau jetzt gerade, das hat mein Leben dargestellt. Ich habe heute das allererste Mal auf Madeira in Portugal in meiner eigenen Wohnung geschlafen. Davor hat das ja mit dem Internet und dem Wasser nicht funktioniert. Und ich, guter Mensch, habe alles gepackt, außer mein Duschgel, meine Zahnbürste und alles. Und deswegen habe ich heute geduscht, nur mit Wasser. Ich dachte, das ist gut, aber bringt irgendwie gar nichts. Man hat immer noch so ein unreines Gefühl, wie wenn man gar nicht duscht. Deswegen werde ich das gleich... Das ist schon auf jeden Fall, also er hat ja gesagt, er hat seine so Zahnpasta und so Duschgel verpasst, ne? Oder vergessen. Das, was man am ersten vergisst, ist wirklich die Zahnpasta. Auch noch einmal nachholen, weil darum soll das heute auch überhaupt nicht gehen. Und zwar ist etwas passiert, womit ich Anfang 2016, Ende 2015 nicht mal im Ansatz dran gedacht hätte oder damit gerechnet hätte. Oh, die Mille? Ich sitze heute mit Simon und ein paar anderen YouTubern. Ich kann die jetzt gerade so schnell aus dem Stegreif nicht nennen. Ich weiß einfach nur, dass Unge da war. Und Simon Will. Und Nilo. Und angeschrien. Auf den anderen Namen komme ich nicht. Och, er vergisst einfach die anderen 5. Ehrenlos. Ja, es tut mir leid. Jedenfalls haben wir am Essenstisch gesessen und auf einmal kommt von rechts ein Handy mit Social Blade Statistiken von meinem Kanal. Er zeigt mir das und ich sehe, da steht 1 Million. 1 Million. 1 Million Mal habe ich Menschen dazu bewegt, auf den Abonnieren. Ist schon stark, auf jeden Fall. Das ist jetzt völlig irrelevant, ob Leute mich abonniert haben, um mich einfach nur zu disliken oder ob mich Leute abonniert haben, um an meinem Leben teilzuhaben. Es geht einfach nur darum, dass mir, komischer Kauz, 1 Million Leute folgen. Also ihr müsst euch vorstellen, Leute, 1 Million Abos für Tanzi, ne? Das ist ja, er macht ja vollkommen den anderen Content. Er filmt mit einer Kamera, er schneidet nicht, also jetzt hat er ein bisschen angefangen zu schneiden, aber früher hat er gar nicht geschnitten. Er hat früher Ansagen gemacht, so eigentlich war er richtig der Hate-YouTuber so. Ansage an Monte, Unge, alles, so richtig Hate. Und dass er somit aufgewachsen ist und so halt dann schließlich die 1 Million erreicht hat, ist krass. Aber er hat sich auf jeden Fall sehr, also deutlich verbessert von seinem älteren Stand, sage ich mal. Also von früher auf jeden Fall. Ich gönn's ihm noch auf jeden Fall, ist Ehrenmann. Ich komm überhaupt auf diese gesamte Situation gerade nicht klar, dass ich hier an der Hauptstraße sitze und die ganze Zeit Autos kommen, wenn ich hier gerade ein wichtiges Video aufnehmen will. Ich habe so eine merkwürdige, eigenständige Art. Ich wurde so oft damals in der Schule diskriminiert, fertig gemacht, weil ich ein komischer Mensch war, weil ich immer ein bisschen dicker war. Weil ich eine Zahnlücke habe, weil ja, okay. Ich halt einfach... Aber das Ding ist, die meisten YouTuber sagen so, yo, ich wurde früher gemobbt in der Schule, so, ne? Na, komisch. Mich nie der Norm angepasst habe, auch damals schon unbewusst so. Wir hatten halt nie Geld, um uns krass teure Schuhe zu kaufen oder sowas, deswegen... Damals war das alles noch so, guck dir mal deine Memphis One-Schuhe von Deichmann an und sowas, bla bla bla. Das hat mich damals alles runtergezogen, ich wurde so viel fertig gemacht, dann habe ich mit YouTube wurde da auch extrem fertig gemacht. Ja, ich hatte dann noch eine sehr impulsive, komische Art und Weise gehabt. Ich war halt damals im Kinderzimmer von meiner Mama gewesen und wollte halt irgendwie meine Wut rauslassen. Ich war halt, dadurch, dass ich halt keinen Ausgleich in meinem Leben hatte und irgendwie teilweise 3 Wochen nur in mein Kinderzimmer gehangen habe und mich von Fastfood ernährt habe, war ich halt sehr impulsiv, hab mich schnell aufgeregt und habe das halt in der Videoform irgendwann damals auf YouTube veröffentlicht. Das haben sich Leute angeguckt, haben es stark gedisliked. Ich habe es irgendwie gemocht, dass mich Leute gesehen haben und habe immer weiter gemacht, Ansagen gemacht, wenn ich einfach dachte, das ist an der Zeit, gegen denjenigen eine Ansage zu machen. Vieles davon ist mir heute nicht peinlich, aber ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. Ja, ich bro, habe viele Fehler gemacht. Und viele Menschen, gegen die ich eine Ansage damals gemacht habe, mit denen bin ich ja heute auch
Mehr oder weniger Unge dazu. zum Ich Beispiel. denke, Unge ist das. Ja, aber die Fehler haben auch geführt, dass sie jetzt so bekannt ist, ne? Hätte er die nicht, zum Beispiel nicht gemacht, wäre es wär jetzt nicht so groß zum Beispiel. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind so Kleinigkeiten, gut, so kleine Videos, so, das muss ich kurz hochladen. Aber ohne diese Ansagen, ich glaube, das wäre nicht so krass gewesen früher, weil das war ja auch sein Hauptbein, wo er mit wem, was man ihn auch verbunden hat, ne? Früher Tanzverbot nur Ansage, Ansage, denkst du so. Beste Beispiel dafür, wir haben uns 1,5 Jahre, haben wir uns immer hin und her gebieft und auf einmal chill ich hier seit einer Woche mit ihm zusammen in Portugal auf Madeira auf einer Insel. Das ist einfach krass. Ich komm auf diese Situation einfach nicht klar, weil ich einfach, ich bin immer noch so, ich bin immer noch dieser normale Kilian, der sich halt nicht verändert hat und trotzdem haben so viele Leute sich dazu entschieden, mich zu abonnieren. Das gibt mir so ein gutes Gefühl, trotz so Ja, viel. gut, verändert. Also, er war früher so negativ eingestellt, jetzt auf jeden Fall positiver geworden. Servus, by the way, Briefeule, Kuss geht raus. Hetik, wichtiger, was geht? Moin, moin. Also, er ist auf jeden Fall verbessert. Also, gleich ist er, glaube ich, nicht geblieben. Also, schon so von seinem Denken her. Aber er ist auf jeden Fall positiver geworden, sage ich mal. Negativität, die ich in der Vergangenheit erfahren habe, trotzdem jetzt das Gefühl zu haben, dass einige Leute mich da draußen mögen und meine Art und Weise, wie meine ist, so speziell sie auch ist, trotzdem einigen zusagt und auch hoffentlich einige Leute wissen, dass ich trotz meiner Eskapaden, meines Rumschreiens, meines Beleidigens, meines vielleicht manchmal ungepflegten Aussehens ja doch kein schlechter Mensch bin. Und ich bin, das macht mich ein bisschen sprachlos einfach, diese Situation. Generell Schon alles. wieder Ich ans. bin Oh, letzte Junge. Woche einfach Alles 4000 klar. Kilometer geflogen, bin jetzt hier auf einer Insel, chill den ganzen Tag mit anderen. Mit anderen YouTubern. Wir haben hier so ein schönes Leben. Ich stelle gerade meine Ernährung um, ich nehme ab. Ich habe jeden Tag 10.000 Schritte. Ich habe jetzt schon wieder 18.000 Schritte und der Tag hat ja erst begonnen. Nicht 18.000, 8.000 Schritte und 10.000 ist auf jeden Fall mein Ziel, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen. Er hat ja gerade gesagt, er hat ja so eine Uhr, so eine, ich glaube, Samsung-Uhr, so geholt, ne? Wo er seine Stats sieht, wie weit er gelaufen ist und so alles. Und wirklich, das, also wenn du so wirklich so einen Überblick hast, was du alles geschafft hast, das motiviert dich umso mehr. Ich habe auch früher, also ich bin ja fucking Lauch, ne? Ich habe früher, ich glaube, vor einem Jahr, habe ich mir so eine App geholt, wo ich so, oder so stand, dass ich zunehmen muss, so, ne? Da habe ich so jeden Tag so aufgeschrieben, was ich gegessen habe, habe die Kalorien getryhardet und bin immer so auf 3K gekommen. Dann habe ich es aufgegeben, aber es hat mich wirklich auch motiviert, diese App. Also, dass ich so weiß, yo, ich habe heute das geschafft, let's go. Weißt du, was ich meine? So, diese Uhr ist wirklich, macht viel aus. Diese gesamte Situation einfach im Ganzen zu fassen, ist so schwierig und ich möchte kein großes Special rausholen oder sowas. Vielleicht liegt es auch an meiner Kreativität, an meinem keine Lust haben Ding in mir drin. Ich habe nie wirklich ein großes Abonnenten-Special gemacht. Ich habe mir immer bei großen Abonnenten, ich habe das auch eine ganze Zeit gar nicht mehr gemacht, aber ich denke einfach, dieser Meilenstein, 1 Million, ist so krass, dass ich mich einfach da diesbezüglich einfach nochmal zu Wort melden muss. Und ich will mich einfach an dieser Stelle bei jedem Einzelnen bedanken. Ich will, dass ihr immer wisst, dass ich mir selbst immer treu bleibe. Oder treu. Diese verdreckten Nachbarn. Junge, die Hi! Kinder. Oder ist die Nachbarin auf der anderen Seite und ich drehe mich so um, diese verdreckten. Und Eieiei. dass ihr niemals denkt, dass ich mich irgendwie aufgrund irgendwelcher finanziellen Hintergründe oder sonst irgendwas verändern werde. Natürlich, ich bin seit 2016 bin ich auf YouTube, seit Ende 2015. Oder seit 2010 mache ich generell schon YouTube-Videos, aber da hat sich niemand gejuckt für. Natürlich lebe ich weiter und ich entwickle mich natürlich auch in einer gewissen Hinsicht weiter. Und Und so das ist ja der Grund, Pokémon-Entwicklung. warum viele Leute denken, dass ich mich halt für den Kommerz verändert habe. Ich zu meiner Person kann einfach sagen, ich bin absolut zufrieden, wie ich mich in meiner Hinsicht entwickelt habe. Natürlich bin ich immer noch manchmal impulsiv, aber das gefällt mir auch so. Ich fühle mich absolut wohl in der Situation, in der ich gerade bin, in diesem Lebensabschnitt, in dem ich mich gerade befinde, in dieser Wandlung, in der ich mich gerade befinde. Und ich bin einfach froh, wie alles passiert ist, dass alle Umstände dazu geführt haben, dass ich heute hier auf diesem Balkon sitze Ja, mit ist krass. diesem. Was ist das für ein Ausblick? Realisiert das mal. Was ist das Nee, ich habe ja schon für ein gesagt Ausblick? gestern, generell so exotische Länder und so, das ist mit Meer und das ist auch zu geil. Und ich gönn's ihm wirklich, dass er das jetzt schafft, die 3 Monate mit Unge, dass er das so durchzieht, dass er ein bisschen muskulöser wird, sag ich mal so. Nilo natürlich auch, dass er ein bisschen zunimmt. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen zunehme. Nee, aber ich gönn's ihm auf jeden Fall. Das ist so.
dass einfach alles so geschehen ist, wie es passiert ist. Ich möchte mich einfach dafür entschuldigen, dass ich hier mich gerade so merkwürdig verhalte. Es ist einfach die 1 Million. 1 Million Abonnenten. Heftig. Und ich sitze hier vor meinem Handy mit der Frontkamera und nehme das Video auf. Ja. Das macht mich so unglaublich stolz, dass ich diese Art und Weise, das Broadcast Yourself, einfach so durchziehen konnte, dass ich einfach mir selber und meiner Art und Weise treu geblieben bin und dass ihr das auch, meine Lebensabschnitte, so akzeptiert habt, mich mit Kommentaren unterstützt habt. Auch wenn ich nicht auf viele Kommentare antworte, lese ich viel. Ich will nicht immer auf vieles antworten, so da herze ich mal lieber, weil natürlich kommen oft dieselben Kommentare. Ich weiß, dass ihr das lieb gemeint habt, aber ich kann nicht dreimal unter dieselbe, ich wünsche dir viel Glück. Ja, das ist ja klar. Schreiben, danke Mann, oh Mann, danke. Und dann irgendwie Copy and Paste, danke Mann. Wisst ihr, so das kann ich nicht machen, aber ich lese unheimlich viel und ich bin einfach dankbar dafür, dass man mir das Glück geschenkt hat, dass ich hiermit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, dass sich so viele Menschen für mich interessieren, dass sich so viele Menschen auch helfe. Stell dir vor, wo er ohne YouTube wäre, weil er hat ja gesagt, er hat, ich glaube, noch in der Grundschule die Schule abgebrochen. Das heißt, er ist nicht mal bis zur 5. Klasse gekommen. Das heißt, er hat keinen Abschluss, kein gar nichts, nicht mal Grundwissen von der 5., 6. Klasse. Und YouTube hat ihm wirklich da aus dem Matsch quasi rausgeholfen, wie ich meine. Das ist heftig. Und Tansi, auf jeden Fall, seine Person, Ehrenmann, ich habe es ihm auf jeden Fall hart gegönnt. In schlechten Phasen mit meiner Art, durch die Unterhaltung, die ich manchmal biete, ja, tut mir leid, wenn irgendwelche Leute jetzt das übertrieben krasse Abo-Special erwartet haben. Das wäre einfach nicht, keine Ahnung, vielleicht ein Song oder irgendwas kommt irgendwann mal. Wir sind 1 Million. Ja. Aber das ist so, glaube ich, die beste Art und Weise, um mit der Situation umzugehen. Sonst möchte ich nicht viel mehr sagen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Ein großes Doppelpiece geht an jeden Einzelnen raus, da der bis jetzt 2020 an meiner Seite geblieben ist, immer noch aktiv meine Videos schaut. Und zu guter Letzt möchte ich meine abschließenden Worte an eine ganz besondere Person richten. Tut mir leid, dass ich jetzt so komisch gucke, aber die Sonne scheint gerade auf mich ganz doll, weil die Wolke jetzt weg ist und ich bin sehr sonnenempfindlich, deswegen gucke ich immer so, als ob ich grießcremig wäre oder sowas. Diese abschließenden Worte gehen an dich, Simon. Okay. Du hättest es ja denken können. Ich möchte mich hier einfach in diesem Abonnenten-Special bei dir bedanken für alles, was du mir ermöglicht hast. Denk bitte nie, dass ich alles für selbstverständlich halte. Du hast sehr, 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 sehr viele Dinge für mich getan, die du hättest nicht machen müssen. Du hast sehr, sehr viel private Zeit darin investiert, dass es letztendlich zu dieser Situation hier gekommen ist. Du hast mir eine Wohnung gesucht, hast mir bei allen Verträgen geholfen hier, hast ja, extrem viel Zeit auf dich genommen. Und dafür, Simon hat einfach die ganze Wohnung ganz erspart, das alleine. Das heißt, Tanzi muss sich da nichts sorgen wegen Miete oder sowas. Er macht das ganz alleine, Simon. Und es ist krass. Also ich glaube, früher hat ihn Monte ein bisschen hochgezogen oder war das jetzt Gurken so? Und ich will nichts verwechseln gerade. Ich glaube, das war Monte. Da kam noch Unge mit den Rex und so. Aber auf jeden Fall, Simon hat auch clean, also sehr viel auch für Tanzi gemacht. Vor allem jetzt in den letzten paar Wochen jetzt hier. Bin ich dir einfach unheimlich dankbar, dass du mir auch hilfst, hier aus diesem Trott rauszukommen, mit diesem Lebenswandel, dass du dir wirklich die Anstrengung auch jedes Mal wieder auf dich nimmst, mir zu sagen, nein, du wirst dir jetzt nicht diese Cola holen, nein, du wirst jetzt nicht dieses fettige Zeug essen, sondern auch wirklich seit einer Woche hart dabei bist, auch mich umzuformieren. Und dafür, Simon, möchte ich dir einfach danken. Und ich hoffe, du siehst das. Ja, weiß natürlich. Nicht, wir sehen uns ja gerade sehr viel. Ich weiß nicht, ob du dir denn noch die Videos von mir anguckst, aber... Also er gibt dir so eine Nachricht, obwohl er so wahrscheinlich ein paar Meter neben mir so steht. Oder ich weiß nicht, wo er das gerade aufnimmt, aber ja, weiß ich. Mega Dankeschön an dich. Alles klar. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal. Double Peace. Ja. Ich habe auch kein, ich sag mal so, special gekartetes Video so erwartet von Ihnen. Das war waren schöne Worte und ja, so wie ich es mir auch gedacht habe. Er talkt einfach ein bisschen ganz, ganz nice. Ehre. 1 Million ist heftig auf jeden Fall.